Hey ho, Radsportfans, herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Serie mit Bernhard Eisel, der beim letzten Mal zumindest eins von den drei Rennen gewinnen konnte, leider von den World Tour Rennen nix. Und in dieser Folge bekommt er jetzt die ersten drei. Nee, komm, ach, wir nehmen die gesamte Tour de Pays de la Loire hier mit rein. Die ersten beiden sind ja nur Flachetappen, dann kommen zwei Hügeletappen. Dann können wir nämlich die beiden Klassiker, das sind nämlich zwei Hügelklassiker, zusammen in eine Folge nehmen. Ja, das machen wir so. Es gibt in dieser Folge mal vier Rennen für euch. Und da es vier Rennen werden, wo wir eigentlich nichts zu tun haben, dann machen wir hier mal gleich weiter. Ich denke mal, bei dieser Tour de Pays de la Loire werden wir sicherlich die Stufe 13 durchschlagen. Ja, okay. Jetzt ist es ganz safe, weil wir gerade mit 50 Punkten den Monat durchschlagen haben. Vielleicht geht ja nach Limburg Green Race schon Stufe 14. Wer weiß, wenn wir uns da gut schlagen. Also da will ich mich auch eigentlich ganz gut schlagen, weil es ist ja nun mal ein Hügelklassiker. Auch wenn wir eben am Hügel noch nicht mit der Beste sind und man auch ein bisschen Ebenfertigkeiten braucht. Könnte es da vielleicht mal mit einem World Tour Sieg was werden? Beim Frankfurt Classic sieht das eher schlecht aus. Aber jetzt rein in die Tour de Pays de la Loire. Ja, Vertrag 26. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder das mit den Kontakten da machen. Dich. Erstmal Fahrerinfo. So, Vertrag. Da sind die ersten. Nee, ist nur ein einziges World Tour Team da. Dann pushe ich auch auf jeden Fall das nach oben. Nur Astana möchte uns haben. Der Rest sind alles nur Continental Pro Teams. Wobei die jetzt nicht unbedingt schlecht sind. Ne? Also, ne, Israel Premier Tech ist ganz geil, Tudor ist ganz geil, Arkea, Cofidis, hier Team Total Energy, das kennen wir noch aus Erik Zabel Zeiten. Aber ein World Tour Team wäre natürlich schon geiler, damit wir dann in der dritten Saison wenigstens ganz viele World Tour Rennen fahren dürfen. So, der kann weg und der Vertrag hier kann auch weg. So, dann machen wir weiter. Dass die mit mir mitfahren, nicht mehr hier ganz oben stehen, mag ich irgendwie auch nicht. Das finde ich auch ein bescheuertes Update. Ne, kannst du auch hier draufklicken. Er sortiert sich trotzdem die Fahrer, die mitfahren, nicht nach oben. Irgendwie auch völlig bescheuert. In meinen Augen ist das ein Bug. Ja, wir haben, glaube ich, niemanden dabei, von dem wir irgendwas wissen. Die, von denen wir wissen, die fahren bei dem Rennen nicht mit. Dann hier für euch mal das Magazin. Es ist hier am Ende, es ist, fahren wir mehrere Runden und es ist relativ wellig. Also unter Umständen könnte man hier vielleicht, weil hier sind so ein paar kleine Zacken so nach oben, könnte man vielleicht am Ende des Rennens mal versuchen auszureißen, um sich dann den Einzelsieg zu holen. Allerdings werden wir dafür wahrscheinlich eine gute Form brauchen, weil mit Gaviria haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Sprinter dabei. Ackermann ist im Sprint auch nicht schlecht und Hugo Page, der fährt ja, glaube ich, mit Bernard Hinault im Moment in einem Team. Dürfte uns eigentlich auch aussprinten können. So, Tesson sagt mir jetzt nichts. Tja, wir sehen uns gleich im Rennen. Greetings to all. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. Ja, und damit herzlich willkommen zum Start der Tour de la Pays de la Loire. Oder wie sowas? Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. wir sollen ja 15. werden, haben eine Minusform. Jetzt ist das mit der schlechten Form auch wieder normal, weil unsere Fitness runtergegangen ist. Jetzt bei diesen ganzen letzten Klassikern war ich eigentlich mit der Form nicht so einverstanden, weil wir 98% Fitness hatten. Nun gut, wir hatten wahrscheinlich ein bisschen zu hohe Ermüdung. Ja, wir sind hier der Sprinter Außenseiter, dürfen das gesamte Team steuern, wissen ja von keinem irgendwas, da lasse ich die erstmal alleine fahren, die werden mich ja wohl beschützen, oder? Müsste Bernie am besten irgendwie noch ein Stück zurückkommen hier. Beschützt wird er immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Muss ich mir doch einen einteilen? Ich sepp mal ein bisschen. A surprise attack. He's probably just trying to force his teammates away from the bunch. Ja, ich Things bekomme are gar heating up in front. nicht. Der hat ausgerechnet die 12. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht. Na, Tupalik wird gar nicht so schlecht sein. Er war schon mal bei irgendwelchen Rennen Kapitän.
Ach komm, Huizing, da keiner mich beschützt, machst du das jetzt. Die ersten vier sind auch weg. Die scheinen auch weg zu dürfen. Da ich ein bisschen was zum Einstellen habe, haben wir jetzt natürlich die Angriffsphase verpasst. Um die Sprints und Bergpunkte brauchen wir uns nicht kümmern. Ja, da würde ich mal sagen, nee, ich cut euch das raus und so in den letzten zwei Runden, da melde ich mich dann wieder. So Leute, knapp 120 Kilometer, da nehme ich euch wieder mit. Die letzten zwei Runden fangen gleich an. Ich habe hier auch mal welche von mir drin, weil der Abstand zu langsam nach unten ging in meinen Augen. Eine Minute sind die da vorne noch weg, sind gerade um die Kurve rumgefahren. Dann versuchen wir halt mal das Rennen über die Hügel schwer zu machen. 15 Kilometer to the finish line. Total Energy und Cofidis, ne? Holzen hier ordentlich. Ist es Cofidis? Ne, ist es ich würde mal sagen, du hängst dich daran. Kramer an Vermut. Und du da nochmal an den Kramer. Und ja, wenn er an die Abfahrt kommt, dann hängt Bernie sich da auch nochmal mit ran. Ist schon zu weit weg eigentlich, ey. Scheiße. So, da mit ran. Oh, Bernie, komm. Oh, das ist schon echt zu knapp. Weil wir jetzt schon runterfahren. Okay, es kommt nochmal so eine kleine Welle jetzt, die hier. Dann geht ihr beide nochmal schon mal raus. Du auch. Und jetzt darf er Punkt. Er hat mich schon wieder ein bisschen gewundert, ey, warum der nicht Punkt fahren darf. Boah, der zieht hier ordentlich durch. There's now just 10 kilometers left. Darf jetzt nur eben halt Bernie kein. Oh, ein Block kassiert, ey. Scheiße. So, jetzt geht's in den ersten rein. Da schruppen die hier hoch, ey. Ist ja übel, ey. Oh, zieht der hier durch, zieht durch. Setz dich vor FDJ. Vielleicht kriegst du den Zug irgendwie ein bisschen durcheinander gewuselt. Letzten 7,1 Kilometer noch. Oh, Alter, kommst du nicht ran. Alter, hämmern die hier hoch, Alter. Das ist ja übel, ey. Ne, keine Chance. There are just 5 kilometers left. Aber nur als nicht im Ernst, oder? Jetzt darf ich da nicht ran. Erklär mir jetzt doch mal bitte jemand, warum ich mich an den nicht ranhängen darf. Das ist doch alles verbuggt. Da darf ich ran. Und warum darf ich an den, der hier besser platziert ist, nicht ran? Da jetzt sitzt er endlich dran, oder? Boah, jetzt lässt der sich zurückfallen. Man kann aber auch Pech haben, ne? Ach, Manu, sind die weg. Falling behind. A team leader is falling behind. Nehmen wir mal den noch rein hier. Also wirklich echt, also. Das ist für mich alles nicht normal, ey. Ja, danke, Movistar, ey. Für nichts, Alter. Was der uns für einen Block reingeknallt hat, Alter. A really powerful sprint finish to claim a great victory. Also das Ende des Rennens in meinen Augen vollkommen lächerlich. Also wirklich echt lächerlich. Schon alleine, dass ich mich ja den einen nicht ranhängen darf, aber den anderen darf ich nicht ranhängen. Was soll sowas, ey? Das ist völliger Blödsinn. Als ich das jetzt den
dritte Manager, in dem ich den Pro Cyclist spiele und ich finde, verbuggter wie in diesem Manager war es bis jetzt noch nie. Und am allerbesten, bin ich ganz ehrlich, war es beim 22er Manager. Also bin mit damit jetzt überhaupt nicht zufrieden. Auch das mit dieser Zielcam immer, dass das nicht richtig geht, dann, dass es keine österreichische Meisterschaft gibt, also das ist alles völlig scheiße. Natürlich werde ich dieses Let's Play für euch trotzdem durchziehen, aber ich bin ganz ehrlich, also begeistert bin ich nicht. Also das haben sie ganz schlecht hinbekommen. So, 14 Punkte kriegen wir, da haben wir die Stufe durchschlagen. Kriegen wir einen Fähigkeitenpunkt und wir könnten jetzt auf die Tour de France zugreifen. Und in der nächsten Stufe dürfen wir uns dann wieder verbessern. Ja, wir können ja einen Fähigkeitenpunkt jetzt vergeben. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, vorm Höhepunkt brauche ich noch nicht. Genau, ich knall mir erstmal einen auf Willenskraftbonus drauf. Dann rein in die nächste Flachetappe. Gucken wir mal, ob da auch irgendein Potenzial gibt. Nee, die ist top eben. Alle ausgezeichnet zum Glück. Hier mal für euch das Magazin. Bernie ist hier wieder nicht dabei. Ein Interview mit uns gibt es auch nicht. Und dann sehen wir uns gleich im Rennen. Hello to one and all. The profile of this race is quite flat. Expect a fast pace from the peloton. Ja, und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Etappe der Tour de Pays de la Loire. Ich hoffe, es war richtig. So, wir sind hier Co-Kapitän und wieder Sprinter Außenseiter. Oh, Tupalik hat jetzt eine Erkältung oder wie sowas. Dann haben wir Mut hat minus 1. Der beschützt uns mal. Der Rest kann für sich alleine fahren, denke ich mal. Bernie kann fürs Erste auch hier sitzen bleiben. Dann können wir mal direkt in die Action gehen. Da geht es nämlich auch schon los. Julien aus Kanada ist unterwegs. Und Bonnet aus Frankreich. Die nächsten drei schießen gerade hier an uns vorbei. Oh, Girard macht sich noch auf den Weg. Die anderen Namen konnte ich jetzt so schnell nicht alle lesen. Ah, das Feld nimmt irgendwie auch schon Tempo auf. Ich weiß nicht, ob das hier von Toins noch ein Angriff war, aber ich glaube eher nicht. Na, unser Golain ist vorne in der Gruppe, also in der zweiten, die allerdings vom Feld gejagt wird. Und die wird, glaube ich, mit, nee. Oder doch? Eben gerade haben wir mal kurz, glaube ich, das Tempo rausgenommen. Jetzt hämmern sie weiter. Ja, das Tempo ist ganz ordentlich. Dann haben sie schon wieder irgendwie die nächsten vier abgesetzt. Dann gehen wir doch nochmal in die Action Cam. Ja, Toins schrubbt hier. Und dann fangen wir jetzt E2 ein. Und Karl Wagner fährt hier auch noch weiter, also wie es aussieht. The pack's deficit is being cut back. The breakaway is not to everybody. Ich aber nicht großartig was. Significantly increased its speed. Kann solo. Ja, jetzt wird der Abstand sogar größer. Ich würde sagen, ich cut euch das raus und zum Zielsprint seid ihr dann wieder dabei. So Leute, bei 17 Kilometer, da nehme ich euch wieder mit. Mal gucken, ob ich mich jetzt mal hier irgendwo ranhängen darf. Komm, nehmen wir mal den Einhorn hier. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Komm, gehen wir an Gaviria ran. Können wir eigentlich noch ein bisschen zappen, wir haben über 10 Kilometer. Ist wieder das falsche Hinterrad. Letzten 8. Ja, der Movistar-Zug, der kommt hier irgendwie nicht so richtig durch. Boah, jetzt zieht er aber der Rangel aus Brasilien hier am Rand richtig durch. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Ja, Gaviria hat eben ein bisschen schleifen lassen. Na, es ist aber wieder da. Im Moment sieht es nicht schlecht aus, ne? Jetzt kommt noch einer von Nice Metropol und sind in die Parade gefahren. Boah, Alter. Der hat uns tatsächlich aufgehalten, der Drecksack, Alter.
Das gibt's doch immer alles gar nicht, ey. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. A great win in the sprint of the strongman. Er fällt aus seinem Zug zurück und gibt uns einen mit, ey. Guckt mal, Gaviria hat gewonnen und wir waren an dem eigentlich dran. Unglaublich. The tailenders are still coming in. Das ist wirklich wieder unfassbar gewesen, dieser Block. Wie im ersten Rennen schon der von dem anderen Movistar-Fahrer. Also Movistar hier das absolute Hassteam in diesem Etappenrennen. Boah, ey, wie weit ich da noch rangekommen bin. Wer weiß, was hier drin gewesen wäre, wenn wir diesen scheiß Block da hier kurz vor der Kurve nicht kassiert hätten. Na, zumindest haben wir jetzt hier mal im Replay Gaviria im Bild und der fährt jetzt wahrscheinlich aus dem Bild raus. Naja, haben wir nur noch Pflaster hier zu sehen. Wird jetzt hier nochmal ganz kurz nach vorne geschoben, wird dann aber doch von Gaviria wieder eingefangen. Und dann ab zu den Ergebnissen. So, jetzt als nächstes stehen da die Hügeletappen an. Allgemein sitzen wir auf dem 11. immer noch die 18 Sekunden Rückstand. So, dann ab in die Hügeletappe, die erste von zweien. Oh ja, die hat ein ganz ordentliches Profil. 1, 2, 3, 4, 5 Runden müssen wir hier am Ende fahren. Und die 5 Runden haben es wirklich in sich, würde ich mal so behaupten. Hier mit das Magazin, Raymond Grégoire ist der Top-Favorit und Bernie ist hier der zweite Favorit, nicht schlecht. Müssen wir wahrscheinlich nur noch eine gute Form einfahren, ne? Und dein Zoom auf Bernie gibt es auch noch. Favorit der Redaktion. Das Streckenprofil ist so unregelmäßig, dass Bewegungen und Abstände entstehen, wenn ich glaube, dass Eisen in der Gesamtwertung nach oben klettert und sich vielleicht sogar das Trikot des besten Nachwuchsfahrers sichert. Und am besten noch das Gelbe dazu. Greetings to all. It's an undulating route, so it will be a tactical race. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Etappe und erste von zwei Hügeletappen hier. Es regnet natürlich, ist ja klar. Oh, plus 2 eingefahren. Wir sollen unter die Top 15 kommen. Das ist schon mal nice. Huizing ist hier. Wir wissen hier richtig was. Tupa League, wissen wir auch auf einmal. Nur zwei, die nicht aufgeklärt sind. Also Mermut kann ein bisschen was am Hügel. Huizing kann auch was am Hügel und Tupalik auch. Da ich von dir nichts weiß, beschütze mal Bernie. Von euch dreien weiß ich was, also ihr dürft euch jetzt erstmal lieber nicht angreifen. Kramer weiß ich jetzt noch nicht. Kann von mir aus. Dann starten wir das Rennen. Bernie sitzt hinter Gelb und hinter Grün. Der kann auch bleiben. Dann ab in die Action. Da hat nämlich doch eben einer gezuckt. Da geht der Guglioni auch schon ab. Und den Iren Corkery. Tja, dann gehen wir mal eine Kamera weiter zurück. Oh, das fällt mir auch schon das Tempo auf. Ah. Das ist auch das Team vom Game Trikot. Würde ich mal sagen, setzen wir erstmal ein bisschen. Ob noch was geht. Der Abstand wird aber so langsam immer mehr. Und da geht nochmal jemand. Moritz aus Belgien. Jalado aus Frankreich. Der Puls geht so langsam nach unten. Aha. Kramer ist vorne, nein. Tisch. Bam. Dusch. Oh, selbst E2 kann sich, glaube ich, leicht absetzen. Obwohl die beiden können nicht mehr. Der würde ich mal sagen, ich kann euch das raus und die letzten drei Runden dann von den Hügeln, die präsentiere ich euch dann. So Leute, knapp 130 Kilometer seid ihr wieder dabei. Hab mich jetzt entschlossen, nur die letzten beiden Runden zu nehmen, weil der Abstand auch nach vorne noch relativ groß ist. 2,5 Minuten
Vier von mir sind vorne schon am Schruppen. Ja, hin und wieder setzt sich natürlich mal einer aus den anderen Teams nach vorne. Führt wahrscheinlich mit 99. Boah. Jetzt ist der Waltz wieder ein bisschen aufgehalten hier. Da kommt der nächste aus seinem Team hier. Wie so ein Magnet. Auf 2,20 konnte man es jetzt mal drücken. Oh, da kommt es aber weiter nach unten, der Abstand. Jetzt schon unter 2 Minuten. Oh, meine 4 haben jetzt auch nicht mehr so viel Balken. Den nehmen wir mal jetzt schon mal raus. Der rackert sich hier hart ab. Oh, immer noch hinterm gelben Trikot. Eine Minute noch. Ich weiß nicht, ob der angreifen will oder führen will. So, jetzt sind wir wieder in der ersten Abfahrt. Dann kommt aber nochmal so ein kleiner Anstieg und dann geht die Abfahrt weiter. 85 noch in dem Feld drin. 40 Sekunden nach vorne. So, jetzt geht es nochmal so ein bisschen nach oben. Auch fleißig aus dem Sattel. So, meine 4 sind jetzt mehr oder weniger vorne. So, Tupalik. Du hängst dich jetzt mal hinter Huizing. Tupalik nimmt mal Bernie mit. Und ihr beiden geht schon mal raus. Schön zurückfallen. Runter hämmern hier. Rot ist gleich bei Bernie wieder voll. Jetzt ist es soweit. Warte mal. So, du mal raus. Du mal rein. Oh, hat er den nicht genommen oder was? Nein, raus. So, da geht's dann gleich nach oben. Er setzt sich auch wieder zwischen uns, ey, meine Güte, ey. So, jetzt bleibst du mal da. Drehst hier fürs Feld das Tempo mal ein bisschen runter. Wenn es überhaupt geht. Wenn ich angreife. Alter, bleibt der da dran. Die bleiben was alle dran, ey. Ist ja übel, ey. Kriegen wir die Bergpunkte? Ja, die haben wir. Aber ein Stöpschen hier. Champuisin, Williams, Bourgoudot. Ich wollte gerade sagen, ey, von denen müssten wir eigentlich was wissen. Williams 69. Bild. Na, das Feld ist aber auch eh dran. Dann hänge ich mal hinter Williams. The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. Und da sind sie wieder dran und alle nehmen raus. Oh mein Gott, ey. Ist von uns noch irgendjemand vorne? Nee, ne? So, ihr fahrt alle für euch alleine. Kostner Fra geht nochmal. Acceleration by Champoussin. Wir sind zwar dran, aber nicht so wirklich. Falling behind! A team leader is falling behind! So, der fährt irgendwie auch nochmal nach vorne. Oh, hier ist Toins. Kommt ja gleich nochmal so eine klitzekleine Welle. Das ist bloß der Fahrer, der so in uns drin hängt, der macht mir richtig Angst. Rums.
Na, geht er nochmal, der Bernie. And off Alter, he goes. Die alle dran bleiben, hänge ich wieder an Torrens ran. Only 5 kilometers left. Und schon nimmt er wieder raus, oder? Ab wieder. Nee, das ist wieder einer, wo ich mich nicht ranhängen darf. Alter, den dürfen wir. Na, hat auch die 91, der Brett. Das ein Sprinter ist. Das ist Tugy. Lalala, bisschen rot ist noch da, aber das reicht uns nicht. He managed the sprint like a master of his craft. He was certainly the fastest today. Immerhin Vierter geworden. We're waiting for the tailenders who continue to arrive. Da sind auch schon 20 drin. Also dieser Brett, hinter dem wir gegangen haben, der hat tatsächlich gewonnen. Vor Tugy und Bourgodeau. Da müssen wir unser Glück dann bei der letzten Etappe versuchen. Na, sind noch welche unterwegs. Ein bisschen Balken haben wir noch. Da war der letzte. Aber die Kamera ist leider wieder nicht ganz vorne dran, sondern irgendwo hier in der Mitte. Dann gucken wir uns den Sprint halt nochmal von vorne an. Der kommt angeschossen. Boah, hier so die ersten 8, ey, relativ knapp alle zusammen. Dann ab zu den Ergebnissen. So, und im Allgemeinen konnten wir wieder 5 Plätze gut machen, aber es sind immer noch die 18 Sekunden gegenüber diesem Deo Wolf. Und der ist halt auch leider ein Hügelfahrer. Wird jetzt schwierig, das auf der letzten Etappe wegzumachen. Tugy ist am Hügel auf jeden Fall nicht so gut wie wir. Bourgodeau könnte besser sein. Hugo Paget kann fast alles. Bei Koretzky wissen wir noch nichts. So, der Manager ist relativ zufrieden, weil wir nur 15. werden sollten. Oh, dann schauen wir uns mal das Profil von der letzten Etappe an. Vielleicht gibt es ja mal eine Hügelankunft, aber nee, es gibt keine Hügelankunft. Also wir fahren hier wieder einige Runden. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naja, und dann die 8. nicht mehr ganz voll. Es ist wieder Potenzial da, aber ob wir wegkommen, weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich wieder von einer guten Form abhängig. So, hier mal die Top-Favoriten für euch. Na, Grégoire wieder ganz oben, dann Cosnefroid, Vauclin und dann kommt unser Bernie schon. Na, ich denke mal, mit einer guten Form können wir hier vielleicht doch noch den Sieg in diesem Etappenrennen einfahren. Es wird allerdings hart werden, denke ich mal. Greetings to all. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Ja, und damit herzlich willkommen hier zur letzten Etappe. Gucken wir mal, ob wir hier noch mal was reißen können. Jetzt bitte gute Form. Ey, mal ein Plus ein. Ja, wir sollen ausreißen. Nee. Erstens würden die uns, da wir Sechster sind, wahrscheinlich sowieso verfolgen. Von daher macht das, denke ich mal, keinen Sinn. Ich gönne mir mal wieder den Goulin hier. Oder Goulin. Dann busen wir uns ein bisschen nach vorne. Den Rest lassen wir erstmal für sich alleine fahren. So, Stöpschen. Oh Mist, der war zu weit. Ich wollte eigentlich nur ein ganz kleines Stück vor. Na komm, setzen wir mal ein bisschen, bis hier die Action abgeht und dann fällt Bernie sicherlich schon zurück. Ah, geht Action, geht Action. Oh, irgendwie, jetzt kommen sie so langsam nach vorne. Several riders are attempting to break away. Die Pose gefällt mir immer noch nicht. Das ist zu nah am Wind. So sieht das schon besser aus. Tja, dann gehen wir hier nochmal in die Action, aber es kann sein, dass es das schon gewesen ist, weil der Puls jetzt im Feld nicht gerade hoch ist. Hier vorne sind 7, die werden noch von 2 weiteren verfolgt.
Obwohl, es geht bergab. Also Tempo wird schon gefahren. Also B aus Belgien macht hier Tempo. Können wir ja mal sehen. Jetzt kommt so eine Welle. Aber naja, der Puls geht trotzdem nicht gerade doll nach oben. Also kann das Tempo nicht zu hoch sein. Und dann würde ich mal sagen, dann cutte ich euch das jetzt schon mal raus. Und dann, oi, unser Beschützer ist gerade gestürzt. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Und er ist sogar aus dem Feld rausgeflogen. Ja, wo war ich? Ja, ich cutte euch das raus. Und wenn wir hier auf der Abfahrt sind, wenn wir dann den Anstieg hier noch dreimal fahren müssen, dann nehme ich euch dann wieder mit rein. So, Leute, etwas über 30 Kilometer. Wir sind in der Abfahrt. Doch, seid ihr jetzt wieder dabei? Huizing sieht eigentlich noch am besten aus, ne? Drehen wir den mal ein bisschen hoch. Ab hinter Tupalik. Und Tupalik knallt sich mal hinter Kramer. Und ihr nehmt dann den Benny mit. Na, dann schauen wir mal. Nee. Ich wollte es nur mal ausprobieren, da der muss hier mit 99 fahren, der Bruder. Dann fahren wir lieber einen Punkt weiter. Das müsste Kramer noch so ein bisschen aushalten können. Bis der Gelbe weg ist. Jetzt wahrscheinlich nach dem Hügel. Oh, sind wir im Anstieg. Oh, der muss hier auch noch weg. So, wenigstens mit der Bernie. Oh, Kramer ist gleich fertig. Kann hier mal seinen roten noch wegschruppen. Und bam. Zack, nächsten rein. Ein bisschen runter, 1,12 nach vorne. Ab in den Hügel, alle drei da. Ein Ohren schrubbt hier. Das ist sein Teamkollege, Sagif. Sekunden noch nach vorne. Tupalik kann auch gleich nicht mehr. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Seinen anderen Bein verloren. Er kommt aber langsam wieder ran. Schrubben wir noch ein bisschen hier. So, jetzt gehst du raus und du kommst rein. Den am besten ein bisschen runterdrehen. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. Ah, die Gruppe haben wir. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. The pack is back on level terms with the breakaway group. The riders are in a portion above 10%. Er hat Ackermann im Gepäck und den Deo Wolf, also das gelbe Trikot. Yet another flat tire. It seems to be catching. Musst du irgendwie an den ganzen Leuten wieder vorbei. Und gehst mal nach da weg. Es ist noch weit. Nee, ich glaube, ich greife jetzt noch nicht an. Ich wollte eben gerade angreifen, aber nee. So, jetzt kommen die wieder nach vorne. Aber nur dranbleiben. Der ja, hat eben seinen Teamkapitän sogar weggefahren hier, der Tollens. 10 Kilometer remaining. Geht's gleich wieder bergab. Nochmal so. Na, ist ja eine Hügeletappe, also dürfen wir uns nicht ranhängen. Dann machen wir das so. Bernie fährt noch darüber. Warum kommt der Huizing mit? Nein, Tisch, Bam, Bosch. Tisch. Könnt schon mal für euch alleine fahren. Wir dürfen uns leider nicht ranhängen. Die sehen schon ziemlich fertig aus hier, die Teamkameraden von dem Deo Wolf.
dürfen wir auch nicht ran. Also wir dürfen ja nirgendwo ran. Kommt jetzt der Anstieg? Nee, das ist noch nicht der, der krasse Anstieg, der zum Schluss kommt. Jetzt kommt nur erstmal nochmal so eine kleine Welle. The finish line is getting close. Jetzt geht's runter. The riders just passed the 5 kilometers road sign. Ja, den mal rein. Ja, jetzt sind wir im Anstieg. Er kommt gar nicht weg, ey. Das ist so brutal, ey. An Williams ran. Kriegen wir sogar ein bisschen wieder. Letzte Kilometer. Reicht aber nicht. Kein Rot mehr da. Es liegt, denke ich, auch ein bisschen an unserer Fitness. Also kommt mal, das Rennen nicht gewinnt. Auch dass hier jetzt, ey, wenn ich das sehe, ne? Dass hier jetzt ein Auto zwischendrin rumfährt. Ne, weiß ich nicht. Das ist so lächerlich. Dadurch kommt bestimmt hier dieser Kuretzki zum Beispiel auch nicht weiter nach vorne, weil hier auf einmal bei der Zielankunft ist ein Auto in den Top 10 mit drin. Das muss man sich mal reinziehen, wie bescheuert das programmiert ist. Also, nee. Ganz ehrlich, habe ich kein Verständnis für. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinklicken, aber das ist doch Bullshit. Wenn man sein Spiel mal selber testet, da würde einem sowas auffallen und dann würde man das rausnehmen. Also, unfassbar. Ja, also, habt ihr das schon mal in einem echten Radsportrennen gesehen, dass die Zielankunft so war? Ich glaube nicht, also ich auch noch nie. Oh la la, was hat der denn hier nochmal? Der hat doch Nitro dabei, ey. Ja, diese Wasserflasche, die da war, das ist gar kein Wasser, das ist Nitro. Wie der durchgezogen ist, ey. So, dann ab zu den Ergebnissen, ist hier leider nichts geworden mit einem Etappenrennsieg. Wir sind sogar noch mal am Platz nach unten gekommen, sind insgesamt nur Siebter geworden hier. Bei den Punkten Achter, Berg Fünfter, bei den Jungtalenten Dritter und im Team sind wir Sechster geworden. Der Manager findet das gar nicht so schlecht. Gibt da immerhin 41 Punkte für, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber naja, ist ja nicht schlecht. Haben wir wieder 41 Punkte und sind jetzt 231 von Stufe 14 weg, wo wir uns wieder verbessern dürfen. In der nächsten Folge gibt es zwei richtig schöne Hügelklassiker, den Grand Prix Besançon im Continental-Bereich und dann eben das erste Rennen des Ardennen-Trippels, wovon wir im Moment nur ein Rennen fahren dürfen, das Limburg Green Race, aber vielleicht wird das ja was, dass wir da mal was reißen. Hier haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis dann und Cherry.